Ein Proton wird mit der Geschwindigkeit v von 10 hoch 6 Meter pro Sekunde in ein gleichmäßiges Magnetfeld B mit Stärke 0,5 Tesla geschossen. Die Vektoren B und V bilden einen Winkel von 60 Grad. Klein a bestimme den Richtungssinn und die Stärke der Lorentzkraft, die auf das Proton wirkt. Klein b zeige, dass die Lorentzkraft gleich stark, aber entgegengesetzt wirkt, wenn man das Proton durch ein Elektron ersetzt. Wir wissen, dass die elektrische Ladung von einem Proton 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb beträgt. Hier ist dieses Proton, das sich mit der Geschwindigkeit von 10 hoch 6 Meter pro Sekunde bewegt. Das Magnetfeld B mit Stärke 0,5 Tesla bildet mit diesem Vektor QP mal V den Winkel Alpha, dessen Öffnung 60 Grad beträgt. In klein a wird gefragt, die vektorielle Lorentzkraft, die auf dieses Proton wirkt, zu bestimmen. In klein b sollen wir zeigen, dass die Lorentzkraft, die auf ein Elektron wirkt, dieses Elektron ersetzt das Proton, genau entgegengesetzt zu dieser Lorentzkraft ist, die auf das Proton wirkt. Um diese zwei Fragen zu beantworten, stehen uns diese zwei Formeln zur Verfügung. Zuerst klein a. Wir wissen, dass die Lorentzkraft orthogonal zu QP mal V und orthogonal zu B ist. Der Korkenzieher wird helfen, den Richtungssinn der Lorentzkraft zu bestimmen. Wir drehen von QP mal V zu B und stellen fest, dass die Lorentzkraft aus dieser Ebene heraussticht. Das heißt, die Lorentzkraft ist so gerichtet. Die Stärke dieser Lorentzkraft berechnen wir durch diese Formel, indem wir den Betrag von QP durch 1,6 mal 10 hoch minus 19 ersetzen. Wir setzen für V 10 hoch 6 ein, für B 0,5 und für Alpha 60 Grad. Und somit finden wir als Stärke der Lorentzkraft, die auf das Proton wirkt, ungefähr 6,93 mal 10 hoch minus 14 Newton. Jetzt kommen wir zu klein b und ersetzen das Proton durch ein Elektron. Da die elektrische Ladung von einem Elektron genau entgegengesetzt ist zur elektrischen Ladung eines Protons, wissen wir, dass die elektrische Ladung eines Elektrons streng negativ ist und deshalb ist dieser Vektor QE mal V diesem Vektor QP mal V entgegengesetzt. Die zwei Vektoren QE mal V und B bilden diesen grünen Winkel, dessen Öffnung 180 Grad minus Alpha ist. Der Korkenzieher wird jetzt helfen, den Richtungssinn der Lorentzkraft zu bestimmen, die auf dieses Elektron wirkt. Wir setzen das Gewinde senkrecht zum Vektor QE mal V und senkrecht zum Vektor B. Dann drehen wir den Korkenzieher von QE mal V zu B und stellen fest, dass er sich in diese Ebene hinein bewegen wird. Also, die Lorentzkraft, die auf das Proton wirkt, sticht aus dieser Ebene heraus. Hingegen die Lorentzkraft, die auf das Elektron wirkt, sticht in die Ebene hinein. Also sind sie entgegengesetzt. Da aber der Betrag
von der Ladung eines Elektrons genau gleich ist zum Betrag der Ladung eines Protons und da der Sinus von 180 Grad minus Alpha gleich ist zum Sinus von Alpha, können wir dank dieser Formel daraus schließen, dass die Stärke der Lorentzkraft, die auf das Proton wirkt, genauso groß ist wie die Stärke der Lorentzkraft, die auf das Elektron wirkt. Wir haben also hier zwei Vektoren, die entgegengesetzten Richtungssinn haben und die genau gleich groß sind. Das bedeutet also, dass diese beiden Vektoren genau entgegengesetzt sind und es ist das, was zu zeigen war.